Hier ist wieder der Testmittel von YouTube. Das coole Pizzakissen, das habe ich euch ja bereits schon vorgestellt. Kennt ihr auch schon das Dönerkissen? Nein? Dann wünsche ich jetzt mal viel Spaß mit dem folgenden Video. Und hier haben wir es, das Dönerkissen mit einem Durchmesser von ca. 40 cm. Das kostet rund 15 Euro von Amazon. Wer nachher Interesse an dem Produkt hat, der Link dazu steht dann im Textfeld unter dem Video. Döner macht schöner, so wird das Dönerkissen geliefert. Ja, hier steht jetzt Döner Kebab drauf. Dann so ein lustiger Dönermann. Und da könnt ihr ankreuzen. Das ist so ein Geschenk, sag ich mal. Congratulations from Tess Mitchell to keine Ahnung, Donald Duck. Auf der Rückseite kriegt ihr dann halt nochmal kurze Info. Ja, und hier steckt dann das Dönerkissen drin. Dann wollen wir das doch mal auspacken. Und zwar, ich mach's mal so einfach. So, und da hätten wir es schon. Also, ja, ich muss mal gerade eine andere Einstellung machen von der Kamera. So kann ich es besser zeigen. Das Dönerkissen, ja. Ansicht von oben. Geil. So schaut es von vorne aus. Und dann mal die andere Seite, die Unterseite vom Döner. Schauen wir uns mal an. Also erstmal fluffig, flauschig, weich. Und hier sieht man dann den Druck. Gefällt mir sehr gut. Hier haben wir das Brötchen. Nennt man das so? Ich glaube schon, gell? Und dann haben wir hier noch die Beilagen, lecker Fleisch, Salat, Gurke, Tomate. So, hier müssen wir mal weiterhelfen. Wer ist Dönerkenner? Wie nennt sich das hier? Und das gibt es ja auch nochmal in hell. Ich glaube, das sind dann die hier. Ich kann die Bezeichnung jetzt leider nicht. Was haben wir noch dabei? Oh, da müsste eine Paprika, nicht Paprika, Chili sein. Das hier, glaube ich. Das sieht aus wie eine Zitrone, sieht aber nur so aus. Ah, nochmal. Ja, doppelt Fleisch, wie sich das gehört. Die Tomate nochmal. Gurke. Salat. Alles, was so drauf gehört. Aber wo ist die Soße? Die Soße. Ja, die Soße ist wahrscheinlich dann in dem Bereich hier unten versteckt. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann hier nochmal die Unterseite. Sieht halt aus wie die Oberseite vom Brötchen. Hier gibt es noch ein Label. Da steht jetzt drauf 100% Polyester. Ja, ansonsten waschbar. Doch, da oben, genau. Mit der Hand. Kein Bügeln und kein anderes nix. Jo, Dönerkissen. Also eine Schaukel ist schon richtig klasse. Ja, da habe ich euch mal das Dönerkissen vorgestellt. Mir hat das richtig gut gefallen. Sieht klasse aus, super verarbeitet und schön flauschig weich. Oh, jetzt komme ich hier in die Schräglage. Ich muss es mal gerade hier gerade machen. Ist genauso cool wie das schon vorgestellte Pizzakissen. Ja, es gibt glaube ich noch einen Hotdog und noch diverse andere Kissen. Zeige ich euch noch alle, aber erst wenn meine neue Couch gekommen ist. Ich denke mal, das dauert dann gut noch so 4 Wochen, also so Ende Februar, hoffe ich mal. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.